easy to do. Last try, you know what to do. Try, try something new. Go hard, you just know what to do. Hallo, Herr Magic. Ich winke mal so in die Runde und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum brandneuen 48.1, die zweite Ausgabe. Geil. Dankeschön. Es ist sehr unhöflich, sich vor den Zuschauern den Rücken zuzuwenden, aber das haben die Jungs verdient. Ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt in Talk. So, das hier ist die EP Easy von Herr Magic. Das seid ihr, richtig? Richtig. Copyright 2018, alles auch legal abgeklärt. Ne? Steht hier alles, Recording owned bei, alles der Wahnsinn. Ja, wir mussten das bei der GEMA anmelden, tatsächlich. Ich sehe das auch hier, GEMA, das GEMA-Logo sieht ihr auch. Ne? Aber ob wir da wann verdienen werden, wird sich noch zeigen. Ist das die erste EP, die ihr habt? Das ist jetzt schon die zweite. Ach, die zweite schon? Ja, wir haben schon vor einem Jahr, im letzten Jahr April, haben wir die Light rausgebracht. Ja. Auch 4 Tracks. Mhm. Und ja, läuft ganz gut. Läuft auch auf Radiosendern tatsächlich. Ach, krass. Da auf welchen denn? Kann Habu vielleicht ein bisschen was zu sagen, wo das überall läuft. Der schreibt das immer so gern in unseren Booking-E-Mails. Möchtest du was dazu sagen, wo es überlief? Wie hieß der nochmal, der in Holland? Ja, in Holland? Ja, in Holland lief der einer.
Strawberry Tongue Radio in den USA haben es auch einmal gespielt, eine Weile lang, und einen kleinen Bericht gemacht drüber. Das kam daher, weil wir ein Label in Hamburg bekommen haben, Le Papagei heißt das Label, und der hatte sich ein bisschen darum gekümmert. Und tatsächlich kam zunächst erstmal von außerhalb viel mehr Rücklauf als aus Deutschland selber irgendwie. Ja, aber ja. Krass. Wo ist euer zweites Mikro eigentlich? Ich habe noch ein zweites. Da ist es, alles klar. Yes. Die SCP unterscheidet sich tonal von der zweiten? Ist das, habt ihr jetzt schon quasi einen Stilbruch in euch selbst? Ja, wir waren fleißig einkaufen in diesem Jahr. Also es kamen etliche Synthesizer und ein Moog kam dazu, das ist ein Northstage Piano. Das ist ein Wahnsinn, was ihr alles habt. Ja, also das ein Moog, diesen Minotaur und darunter zwei Keyboards. Genau. Ein MacBook, ja. Also wir haben uns so ein bisschen vom Indie-Rock, was die erste Platte war, definitiv zum Indie mit Indie-Elektronik-Einflüssen gewandelt. Was ja, finde ich, auch mittlerweile auch Indie ist irgendwie. Also viele neue Bands setzen auch wirklich auf dieses Synth. Das kann man wirklich, wirklich gut beobachten. Ja. Das ist jetzt mittlerweile auch so eine 80s-Schiene. So, ich weiß nicht, wenn man jetzt an meinetwegen Franz Ferdinand denkt, die jetzt zum Beispiel einen auch Richtung 80s gegangen sind, MGMT jetzt auch. Genau. Die sind alle ein bisschen Cynthia geworden, ne? Genau, wir hören ja auch aktuelle Musik. Klar, es geht nicht an uns vorbei. Ja, klar. Wir haben auch vielleicht auch noch die Originale in den Ohren, ne? Alle einen Tacken älter, in den 80ern groß geworden. Ja, aber es kommt so ein bisschen wieder, habe ich das Gefühl, ne? Das ist so ein bisschen 80er. Ja. Sieht man auch so ein bisschen an dem Artwork. Genau, das Artwork ist auch ein bisschen greller, wie die 80er vielleicht. Ja, der Wahnsinn, ey. Someplace here, the sun. Easy, Skeleton. Wie lange gibt's euch eigentlich schon? Also ihr habt jetzt zwei EPs rausgebracht. Genau. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Also mit den Jungs links und rechts neben mir, wir machen, glaube ich, mittlerweile 10 Jahre Musik. Zehn Jahre Musik. Und Kai ist jetzt, wann bist du dazugekommen? Vor drei Jahren? Vor Jüngling. 2015 dazugekommen, dazugestoßen. Hattet ihr davor keinen Gesang? Wir haben längere Zeit mehrere Sänger und Sängerinnen ausprobiert für uns. Das war aber nicht stimmig. Sind dann eine Zeit lang ganz ohne Gesang ausgekommen, haben versucht, elektronische Transmusik im weitesten Sinne analog zu erzeugen und die Grenzen unserer jeweiligen Instrumente auszuloten dabei. Ja. Sind dann da auch an Grenzen gestoßen, deswegen haben wir uns jetzt noch mehr gekauft, Synthesizer, ja, haben wir gerade schon gesagt. Ist ein guter Weg schon mal, also je mehr, desto besser irgendwo, ne? 2015 sind wir auf den Kai gestoßen, über ein Internetportal, wenn ich mich richtig erinnere. Münster Bandnetz, hier an der Stelle auch nochmal gerne erwähnt. Und ja, dann war es Liebe auf den ersten Blick. Das hat irgendwie gleich funktioniert. Ich glaube, wir haben den ersten Song schon direkt bei der ersten Probe geschrieben. Das ging wirklich vom Knall auf Fall. Das sollte so sein. Das passt. Ja, man muss dazu sagen, wir hatten eigentlich fast aufgehört, weil wir mit diesem Instrumental-Ding dachten irgendwann, na okay, jetzt haben wir es ein gutes Jahr ausprobiert, als wir uns vom letzten Sänger letztendlich verabschiedet hatten. Auch. Und das, dann war eigentlich quasi Ende für uns kurzzeitig. Und dann haben wir gedacht, ach, wir schalten noch mal eine Anzeige, so ein Jahr, anderthalb danach. Und ich glaube, es hat einer per E-Mail geantwortet, da kam aber kein Treffen zusammen und er war dann der Einzige, mit dem wir uns getroffen haben und passte sofort. Geil. Ja, wir gehen jetzt auch direkt zum ersten Beitrag. Vielleicht sagt ihr euch das auch was. Musikkonvoi. Schon mal gehört? Ich sage einfach mal direkt nichts. Nö. Gar nichts. Ich habe es gesehen. Ich hab nämlich ein bisschen Recherche betrieben bei euch und ihr hattet da, glaube ich, was gedreht, wo ihr durch die Gegend gefahren seid. Das hatte ich auf eurer Facebook-Seite gesehen. Der Wahnsinn. Ein echter 841-Fan. In den ganzen kleinen Orten. Begeistert. Ich will nicht Käfer sagen und so. Genau. Das ist jetzt schon zweimal passiert. wirklich ein LKW, der durch Münsterland tuckert und alle möglichen Bands darauf auftreten lässt. Also wirklich eine mobile Bühne und wir waren jetzt auch dabei, jetzt letztes Mal. 2017 war das noch und darum handelt auch der Beitrag. Bitteschön. Treue 48.1 Zuschauer werden dieses epische Szenario wiedererkennen. Und zwar ist dieses Jahr wieder Musikkonvoi. Musikkonvoi 2017. Letztes Jahr waren wir unzählige Male dabei. Jeden Tag im Oktober von 9. bis zum 20. Oktober, keine Ahnung, 11 Tage lang waren wir dabei. Moin Moin, mein Name ist Simon und ich begrüße euch. Moin Moin, ich bin Marco von 48.1 und wir sind heute hier in Nottuln auf dem Kirchplatz. Heute sind wir in Olfen. Heute sind wir in Oelde. Es gibt heute auch wieder unglaublich gute Bands zu sehen. Wir sind hier beim Musikkonvoi 2016. Wir sind hier im Kinderhaus. We can pretend it all the time.
einen kleinen Truck tätowieren. Dann muss ich das jetzt gleich einziehen lassen. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Dieses Jahr starten wir wieder ein Kinderhaus, aber wir sind heute, ich glaube, nur bei einem von zwei Malen dabei. Trotzdem werden wir hier mal schauen, was dieses Jahr so abgeht, hier in diesem schönen Kinderhaus, was das Musikkonvoi ist und was sich verändert hat. Naja, wir haben jetzt erstmal aufgebaut und haben ein bisschen anderen Platz gewählt als beim letzten Mal und sind eigentlich jetzt gespannt darauf, wie aus den Workshops die Jugendlichen kommen und dann auf die Bühne gehen. Also mit dem Musikkonvoi fahren wir gezielt Jugendzentren an oder Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und machen mit denen zusammen im Vorfeld schon auch die Planung und den Aufbau. Der Musikkonvoi kommt aus den 80er Jahren vom WDR und in der Form greifen wir das eigentlich als Konzept auf, dass wir sagen, wir fahren mit einer mobilen Bühne durch die Gegend und bringen dort Bühne hin, wo sie sonst etwa nicht ist oder jedenfalls nicht in der Form für Jugendliche. Ich bin ein Albaner, mein Lieblingsfußballspieler ist Ronaldo und Christoph Kramer. Ja. Ich rappe über Kinder aus, ja. Das ist mein Ding, ja. Ich rappe gerade, ja. Hört mir das Ding. Ja. Wir haben jetzt auch das insofern geändert, dass wir nicht mehr so ein großes Programm von unterschiedlichen Bands haben, die wir vorher festlegen im Programm, sondern wir machen eine Impro-Bühne eigentlich, wo die draufkommen und performen, singen, tanzen oder eben rappen. Nur noch zu euch rede, das ist mein Leben, mein Kopf, mein Herz, mein Schmerz, meine Gedanken, nur noch entleert. Scheiß auf alles, was ihr meint, scheiß auf alles, was ihr reimt, scheiß auf jeden, der was gegen uns hat. Was ist das hier? Das hier ist erstmal Chaos, auf jeden Fall. Das zweite ist, das ist eigentlich Workshop. Ist ein Workshop, der sich Hip Hop Hooray nennt. Ist fusioniert mit dem Musikkonvoi. Und wie ist das ganze Feedback jetzt? Wie finden das die Teilnehmer? Wie findest du das? Ja, also ich finde es gut, dass so viele Kinder mitmachen und ich finde, es macht Spaß. Wie findest du das? Also ich finde das sehr, sehr gut, was Kiffert mit uns macht. Also der lernt uns, wie man rappt, wie man so Songtext macht. Also das finde ich richtig gut von Kiffert und ich freue mich, dass richtig viele da drin sind. Inhalt des Workshops ist in allererster Linie, dass die Kinder erstmal, oder die Teilnehmer so gesagt, dass die erstmal konfrontiert werden mit der Realität, sprich mit sich selber. Und wir dadurch auch herauskristallisieren, wo Defizite sind oder wo besondere Fähigkeiten drin sind. Besonders Leute, die jetzt im sozialen Brennpunkt leben oder die, ich sag mal, einen harten Hintergrund haben. Ja? Und bei denen ist es genau so rum, dass wir halt Hip-Hop als Werkzeug nehmen, um, wie gesagt, Probleme zu lösen.
that you play on me. I've tried to hide, come rescue me. Oh, such cruel thing that you did to me. But it's okay, I'll see so mean. I don't agree and I can hardly jump to see. Another one, I'll be standing still. You keep punishing, I don't wanna feel it again. Feel it again, feel it again. Feel it again, feel it again. I can see your skeleton, I can see your skeleton riding right in front of me. Now I can't believe me. I see your skeleton, I see your skeleton riding right in front of me. So, da sind wir wieder. Was ich auch immer gerne frage, habe ich glaube ich auch letzte Band hier gefragt, eure Inspiration. Wir haben es noch ein bisschen schon mal angeschnitten. Ne? Es sind die 80er, aber gibt es da spezielle Bands, die euch wirklich inspirieren? Ja, kann man schon sagen. Ich denke, ihr könnt mich gleich ein bisschen ergänzen. Also in den 80ern sind wir natürlich nicht wirklich groß geworden, sondern eher waren ziemlich klein, aber in den 90ern eher groß geworden. Davon haben wir uns ein bisschen verabschiedet, ne? Die ganzen 90er-Referenzen, wenn man jetzt an Pearl Jam oder sowas denkt, so wie man angefangen hat, Gitarre zu spielen. Aber zum Beispiel eine Band, die uns wirklich beeinflusst hat, sind Depeche Mode oder The Cure zum Beispiel. Haben wir öfter gehört nach Konzerten, dass da Elemente drin sind, die daran erinnern. Ich weiß nicht, fällt euch noch was ein? Was kann man noch nennen? Ja, ich glaube, entscheidend ist bei uns, dass wir, glaube ich, Jahre vorher auch alle Musik gemacht haben und ganz unterschiedliche Musikrichtungen auch bedient haben. Ich glaube, über Punk, Metal, Pop, Reggae, keine Ahnung, also alles Kräuter, bunt kräutermäßig durcheinander. Und ich glaube, da ist halt dieser Mischmasch auch entstanden, den wir jetzt fahren. Und wir hören es halt ganz häufig, dass es irgendwie so 80er-Jahre-Anleihen hat und irgendwie so Rockelemente hat. Genau, und ich glaube, wir machen das aber gar nicht so explizit. Ja, klar. Sondern es passiert halt einfach. Und das ist so die Gemengelage, in der wir uns gut bewegen können, ja. Aber ich muss sagen, irgendwie ist diese Musik, die ihr macht, gerade so ein bisschen in. Das muss man schon sagen. Es ist jetzt keine Nische, die ihr füllt. Ne? Also es ist halt wirklich nicht so, ihr macht jetzt irgendwie Deathcore mit Progressive Elementen oder so. Es ist ja schon etwas, was die Leute momentan auch hören. Ne? Ja, absolut. Ich denke, was Kai vorhin meinte, dass wir ja auch beeinflusst sind von dem, was wir hören und was dann am Ende bei rauskommt, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was reinkommt ins Ohr und dann aus dem Instrument wieder rauskommt. Ja, aber letztendlich gefällt es uns auch. Und ich denke ja auch, man spielt ja nicht irgendwie nur ein halbes Jahr oder Jahr zusammen. Das wird ja auch ein Wandlungsprozess sein. Also erst hatten wir es ein bisschen rockiger drin. Also zum Beispiel bei unserer ersten Single Trouble, das waren noch viel härtere Elemente mit drin. Und wir haben auch gemerkt, das ist so eine Phase, dann geht es ein bisschen in den poppigeren, synthigeren Bereich. Aber irgendwie so Lust auf ein richtiges Riff, hatten wir auch neulich gesagt, brauchen wir unbedingt mal wieder. Ja. So, ich denke, das geht auch so auf und ab einfach mit den Einflüssen, die dann sich so widerspiegeln da drin. Ja. Ja. Ganz schön ist vielleicht auch zu sagen, dass wir im Proberaum
einfach so drauf so loslegen, wenn wir Songs schreiben. Also jeder kann irgendwie einen Riff mitbringen oder einen Beat und dann legen wir einfach los zu viert und dann spielt jeder, wo er gerade Bock drauf hat und es wird nicht irgendwie vorab gesprochen, ja, du musst jetzt aber einen Viervierteltakt dazu spielen oder so. Also Songs schreibt ihr immer gemeinsam? Genau. Also kein Songwriter bei euch? Nein. Ja, also nicht einen einzigen, sondern es sind so wirklich so ein Konglomerat aus allen vier Bandmitgliedern. Ne? Ja. Und das passiert wirklich, ich sag mal, in einem Jam entstehen meistens die Lieder. Mhm. Und dann kann innerhalb von Minuten ein neuer Song entstehen und ja, wir sind dann ziemlich offen eigentlich für alles. Also wir lassen auch mal Hip-Hop-Elemente zu, ein Hip-Hop-Beat, den feiern wir dann in der Rocknummer oder halt so ein Clash halt. Ne? So für alles offen einfach, ne? Ja, alles mal mischen. Ja, vielleicht, was man dazu sagen kann, es gab schon ein paar Mal die Bemühungen, dass jemand ankam, ich habe hier einen Song geschrieben oder zwei Parts. Ja. Meistens hat es dann ein Part irgendwie reingeschafft, wenn überhaupt. Und der Rest ist dann wieder so im Jam rausgeflogen oder umgeändert worden. Also ja, ich habe schon mal sogar selbst mal was aufgenommen, mitgebracht und alle meinten, ja super, das machen wir jetzt, haben es gespielt. Gab es so nicht den richtigen Drive. Ja. Meistens ja, entwickelt sich das so. Ist aber gesund auch, finde ich. Ne? Das ist gesunde Band-Taktik, sage ich jetzt mal. Gut, nächster Beitrag. Es ist eigentlich ein Beitrag, zu dem ich gar nicht mehr so viel sagen will. Es geht unter anderem um die ganze Probesituation, Proberaumsituation in Münster. Ihr habt wahrscheinlich einen Proberaum schon jahrelang, ne? Aber es ist halt für viele sehr, sehr, sehr schwierig, auch einen Proberaum zu bekommen. Darum geht der Beitrag ein bisschen und vor allem wie Newcomer, zu denen ich euch vielleicht auch nicht mehr zähle, ich weiß es nicht, vielleicht auch ein bisschen. Gerne doch. Gerne doch, okay, je nachdem, wie man es nimmt. Ne? Eine Chance haben. Der Tonmann, der den Beitrag gemacht hat, der gibt mir gerade einen Daumen hoch, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Wie Newcomer eine Chance haben, es auch in Münster zu schaffen oder auch generell. Ja, bitteschön. Tag und Servus, Freunde der gepflegten Rockmusik. Ich habe vor ein paar Jahren eine Band gegründet und haben dabei festgestellt, dass Newcomer vor essentielle Probleme stehen. Wir bringen euch heute zwei essentielle Probleme näher. Das erste Problem ist, wie kriegen Newcomer Gigs? Dafür ist der Steffi Stephan zuständig, denn der hatte vor 25 Jahren die grandiose Idee, für Newcomer eine Plattform zu erstellen. Die Veranstaltung heißt, richtig, das New Names. Die Bands spielen bei dem New Names vor Live-Publikum, es wird professionell aufgezeichnet und sie kriegen heute eine DVD mit nach Hause. Vor 25 Jahren war das Ganze noch anders, da gab es noch die guten alten Kassetten. Und das erklärt euch der Steffi jetzt alles in schön. Auf jeden Fall habe ich dann später gehört, das heißt wesentlich später von Gutze, das war der Gitarrist, der Bassist von H-Blocks und von Tinte, das ist der Bassist, der Gitarrist, dass die mit der Kassette ihren Schallplattendeal gekriegt haben, was natürlich sehr, sehr schön ist. Das kann man machen. Das heißt also, das war ein Beweis dafür, dass diese Idee, die ich gehabt habe, wie kann man junge Bands nachhaltig unterstützen, nämlich mit so einer Geschichte, dass es richtig war. Sie kriegen dann anschließend ihre DVD, sie kriegen das Rohmaterial, können sich dann selber mit auseinandersetzen, können das verbessern, sodass es im Endeffekt eine pädagogische Maßnahme geworden ist und nicht einfach nur, ja, wir haben ein Konzert, wir können da irgendwie ein Gig für eine halbe Stunde machen. Man darf es nicht vergessen, weil es ist eine sogenannte Bandinflation. Von Platten kann man nicht mehr leben, also gehen alle Leute live. Die jungen Leute haben ein Riesenproblem, weil diese scheiß alten Säcke nicht abtreten. Wer will jetzt schon aufhören? Wir hören nicht auf, also machen wir auch keinen Platz. Also ist das besetzt. Das ist natürlich eine ganz dumme Geschichte. Auf der einen Seite, heute ist es so, dass wenn man ambitioniert Musik macht, dann muss man und davon leben will, dann braucht man Jobs. Das zweite große Problem für die Bands heutzutage ist, wo proben wir? Wir sind losgezogen, haben mit anderen Bands darüber gesprochen, was sie von der Proberaumproblematik halten. Gezüchtet über Generationen. Das heißt, man kommt rein, man fängt an zu husten wie Sau und man akzeptiert es als Band, wie du es gerade schon gesagt hast. Es gibt Bands, die reißen sich echt die Haare aus, um so einen Raum zu kriegen. Scheiß drauf, Hauptsache Mucke machen. Ist das richtig? Nö. Nee, wirklich nicht. Was kann man denn dagegen machen? Ja, städtische Fördergelder. Ich könnte mir vorstellen, dass so diese Idee von einem städtischen Proberaumzentrum oder so wahrscheinlich verhältnismäßig mit relativ wenig Geld recht effizient irgendwie so eine Nachwuchsbands fördern kann. Es gibt zwei Sachen. Diese Privatgeschichte ist mindestens eine. Schlimm ist, wenn diese Privatgeschichte, die, und das ist zwangsläufig leider so, nicht jeder Private hat ein wirklich großes Gewissen. So, das ist gerade, weil es Privatinitiative ist, geht natürlich zwangsläufig, geht immer im Endeffekt
eine Gewinnmaximierung oder Optimierung und wie auch immer und weniger Qualitäten. Und ich unterscheide da grundsätzlich zwischen zwei Sachen. Es gibt Dinge, die gehören gemacht und es gibt andere, die gehören gerechnet. Davor hatten wir allerdings einen, wo uns der schimmelige Teppich von der Isolierschicht so nach und nach von der Decke kam, so in Stalaktitenform, grün, schleimig. Und wir sind froh, dass wir den Proberaum dann verlassen durften, aber trotzdem kämpfen andere Bands gerade eben um die Situation, eben so einen Proberaum noch zu kriegen, weil es so Mangelware ist. Wir teilen uns jetzt den Proberaum mit vier anderen Bands. Das ist ein ziemlicher Luxus. Andere Räume sind da mit fünf, sechs und mehr Bands bestückt, winzig klein und ziemlich abgefuckt, wie gerade schon beschrieben. Und ja, das ist schon eine heftige Situation. Also man muss schon in Münster das Glück haben, überhaupt einen Raum zu bekommen. Wen das Thema interessiert, der kann sich den kompletten Beitrag mit allen Interviews auf unserem YouTube-Channel 48.1 geben. Please, I don't wanna meet. It feels so wrong and I'm running out.
Okay, wow, das schneide ich direkt auf meinen Schnipser. Genau, in der Planung ist mir das auch so ein bisschen dann mit dir vor allem dann aufgefallen, dass ihr auch logistisch dann etwas schwierig zusammengekommen seid. Du kommst aus Hamburg, richtig? Ich komme aus Hamburg, ja, genau. Wohnst gerade auch wirklich in Hamburg? Ich wohne seit circa 5 Jahren mittlerweile in Hamburg. Okay, und trotzdem funktioniert die Band so, wie sie funktioniert und auch gut. Genau, wie genau. Wie macht ihr das? Es liegt nur an mir. Nein. Ich glaube, mir war das so wichtig und allen anderen auch, dass wir versucht haben, da einfach ein, wie können wir das schaffen, wie kann das gehen, wenn ich nach Hamburg ziehe, und es funktioniert sehr gut seit 5 Jahren. Letztendlich funktioniert es so, dass wir uns zum Proben alle 4 bis 6 Wochen treffen, hier in Münster, in unserem Proberaum, und da quasi mitunter das ganze Wochenende verbringen bei Pommes, Bier und unseren Instrumenten. Im Proberaum. Und genau. Und ja, da Sachen halt eben mitschneiden. Wir haben eine große Dropbox, wo wir das alles einstellen, zu Hause weiter ausfallen können und so weiter, und dann beim nächsten Mal wieder dran gearbeitet werden kann. Und nur so kann es eigentlich auch gelingen, klar, dass wir das halten können. Genau. Aber solange es gelingt, ist gut, ne? Und es scheint ja auch zu gelingen. Ja. Auf jeden Fall. Also die beiden Jungs, die wohnen ja noch in Münster, Inge. Der ich nicht mehr, ich wohne auch jetzt 1 Stunde entfernt ungefähr. Mhm. Schön Möhnesee, falls du das kennst. Nee, aber ist schön da. Ja, wo sehr schön. Wo ist das denn? Im Norden oder? Ja, südlich von Münster Richtung Sauerland. Ach, Richtung Sauerland. Also nicht im Norden, okay, alles klar. Also das heißt, wir kommen aus allen Himmelsrichtungen zusammen, um dann Musik zu machen. Und ja, so das Herzstück ist natürlich hier in Münster immer noch. Geil. Und ihr habt einen Proberaum wahrscheinlich irgendwo hier einzeln oder irgendwo in wirklich der, im und in der alten Bananenreiferei, da Güterbahnhof. Genau, am alten Güterbahnhof, da, wo die meisten sind, wo ne? alle sind, ja. Also hunderte so von Bands gefühlt. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Naja, es gibt ein Video zu Easy. Genau, ja. Das ist noch unveröffentlicht, wird am, Habo weiß es, am 3.5. wird es veröffentlicht. Mhm. Ja, ein paar Wochen vor unserer EP, die wird wann war das? 25.05. wird die veröffentlicht. Genau, und dann hauen wir die erste Single Easy schon mal raus, ja, mit dem Video. Das ist jetzt hoffentlich dieses Wochenende auch mal ganz fertig. Ja. Es ist eigentlich schon fertig, gibt immer noch so Kleinigkeiten. Aber einen Teaser zeigen wir euch jetzt. Das war der Teaser. So, ich weiß nicht, wie lange ich nachher reinschreite. 30 Sekunden. Vielleicht können wir jetzt mal reden kurz. 30 Sekunden ist gut oder so. Ja, vielleicht. 30 Sekunden bestimmt. 30 passt. Das war gerade 30 Sekunden lang. Nur falls ihr euch fragt jetzt so vor einer Vision. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Oder habe ich es gesehen? Doch, ich habe es gesehen. Du hast es mir geschickt per E-Mail. Genau. Ich habe dir die Vorabversion geschickt. Stimmt. Da sind noch ein paar kleine Änderungen, aber nicht viel. Also das ist eigentlich das Video. Ja. Genau. Ja, was bitte? Ach so. Nee, bitte du. Ja, nee, wir hatten mit dem Video hatten wir eine witzige Geschichte. Wir wollten nämlich eigentlich Tänzerinnen reinhaben und sind dann neben unserem Proberaum, dachten wir, es wäre ein Tanzstudio, sind da rein. Dann ging es aber um Pole Dance da drin. Ach, stimmt. Und so sind wir auf die Idee gekommen, ne? Genau, sind wir auf die Idee gekommen, da Pole Dance reinzumachen. Letztendlich ist es das Studio nicht geworden, sondern Schwerelos, das Studio. Und ja, die waren super kooperativ, super nett und haben dann mit uns sogar zweimal gedreht. Wir haben einmal bei Tageslicht gedreht, festgestellt, die Stimmung passt nicht ins Video. Ja. Haben uns dann nochmal eine Halle gesucht und das Ganze nochmal ein bisschen ja, mit anderen Lichtverhältnissen gemacht, so ein bisschen kontrollierter. Ja. Und dann ja, war es letztendlich doch so. Also der Aufwand hat sich gelohnt. Also das Video stand schon fast quasi, haben wir es nochmal neu gemacht. Und ja, okay. Viel Arbeit, aber jetzt sind wir zufrieden. Sehr gut. So, irgendwelche Termine, die ihr noch loswerden wollt? Und da die Kamera. Termine, ja, wir sind am 25.05. auf dem Nickrock Festival zum EP-Release. Und hier in Münster feiern wir das EP-Release am 30.05. bei dem Rettet den Haverkamp Festival. Also kommt alle vorbei. Oh, vielleicht gibt es einen Beitrag dazu. Hat jemand Bock? Beitrag? Rettet den Haverkamp? Machen wir noch. Nächste Sitzung. Sehr gute Idee, mach das. Gut. Ansonsten sind wir noch in Hamm, glaube ich, irgendwann. Habo? 3.11. Hamm, Kleinlaut-Festival. Genau, und dann war noch irgendwas im September, ne? Das ist noch. Dann ja, lange hin. Bis dahin werden wir euch Bescheid sagen. Und die allerletzte Frage heute. Vinyl oder CD? Vinyl. Vinyl. Vinyl? Warum? Vinyl.
Also bei mir ist so, ich habe tatsächlich super viele CDs, aber die kommen noch aus einer Zeit, wo man wirklich die ganze Zeit CDs gekauft hat. Genau, ich kaufe auch ab und zu noch CDs, meistens aber entweder online oder wenn ich die irgendwo günstig finde oder Secondhand finde. Aber wenn ich so richtig Bock auf ein Album habe, dann kaufe ich eigentlich Vinyl oder zweite Vinyl-Version ist auf dem Flohmarkt. Also so richtig geile alte Sachen, so Pink Floyd-Platten oder Bob Dylan oder solche Sachen. Mega. Nämlich, das hier ist die Band Maskat und das eigentliche Interessante darin ist dieser Typ hier. Das ist Klaas König. Und Klaas König, kennt ihr den? Nein. Er hat ein One-Man-Vinyl-Label aus Münster. Aber er macht nicht nur Vinyl. Er macht hauptsächlich Vinyl, aber natürlich auch CDs, Kassetten, MMDs oder so. Seine Leidenschaft ist wirklich das Vinyl. Und der nächste Beitrag geht um diesen Menschen, was ihn dazu treibt. Aber erstmal, bevor wir diesen Beitrag sehen, bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr hier wart. Ihr wart wunderbare Gäste. Ihr Danke dir. Bums gemacht. Wir waren gerne hier. Mit euren 15 Synthesizern. Ja, danke für eure Geduld, dass Sounds. Ihr so lange gewartet habt. Die nehmen wir auch habt. Alle wieder mit. Klar. Kein Problem. Ja, und was soll ich noch sagen? War schön. Ja, und, liebe Zuschauer, das war's. Jetzt kommt noch ein Beitrag. Danach kommt noch ein Song, ein letzter. Und bis dahin läuft. Tschüss. Mein Name ist Klaas König, ich wohne in Münster und unter anderem betreibe ich ein kleines Schallplattenlabel namens Ringer Fire Records. Ich bin gelernter Fotograf und habe Mediendesign studiert und arbeite freiberuflich jetzt seit 8 Jahren. Ja, und das Label mache ich jetzt auch seit 2010. Also musikalisch ist Ring of Fire Records sehr breit aufgestellt, genau wie mein eigener Musikgeschmack auch. Also wir haben das Ruhigste, was wir haben, ist zum Beispiel mal eine Art Country-Platte. Das lauteste, schnellste, härteste ist eine Art Heavy Metal. Und dazwischen ist die Spannweite groß. Also von akustischen Klängen über Reggae, Ska, Punk, Rock, Metal, ist eigentlich alles dabei. Alles, was ich auch gerne höre. You can't win if you don't try. And I won't stop to ramble until the day I die. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin Vinyl-Fan wegen des Klangs, weil ich bin nicht mehr der Jüngste und jahrelang laute Musik gemacht, da sind die Ohren auch nicht mehr so gut. Also ich höre da, glaube ich, jetzt nicht den Unterschied. Es geht für mich einfach um das Erlebnis an sich, die Größe des Covers, das in der Hand halten, das anschauen, das auflegen, die Nadel aufsetzen. Das ist wesentlich emotionaler, persönlicher, finde ich, als bei einer CD und als digital natürlich sowieso. Mittlerweile deckt mein Label auch, wie gesagt, alles ab, CD, digital, Kassette. Und das vor allem aus dem Grunde, weil Vinyl ist leider auch das teuerste, was man herstellen kann. Ich verkaufe es fast zum gleichen Preis wie auch zum Beispiel eine CD, kostet aber das 3-4-fache. Oder vielleicht sogar noch mehr. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich bei den etwas größeren Bands, wo man weiß, man kann die Tonträger auch loswerden, habe ich dann natürlich gesagt, okay, dann mache ich die CD-Version auch mit oder jetzt auch das Digitale. Und mittlerweile, wie gesagt, auch es gibt in Amerika schon ein etwas größeres Kassettenrevival. Das schwappt auch langsam zu uns und jetzt habe ich schon mehrfach auch Tonträger als Kassette wieder rausgebracht. Ich habe mehrere Veröffentlichungen gemacht von Bands, die ich selber sehr, sehr liebe und schon seit Ewigkeiten Fan bin und natürlich dann stolz bin, mit denen zusammen was veröffentlichen zu können. Teilweise neue Veröffentlichungen, teilweise auch alte Platten, die es schon lange nicht mehr gab, als Re-Release rauszubringen. Teilweise werde ich angeschrieben, es wird auch immer häufiger. Wie gesagt, das Label gibt es jetzt ein paar Jahre und immer häufiger trudeln pro Woche dann irgendwie E-Mails ein. Wir sind eine Band aus Brasilien, egal woher, und würden gerne was mit dir machen. Ich würde sagen, ein Drittel der Bands ist international. Der Rest aus Deutschland und davon die Hälfte aus Münster ungefähr. Durch meine Ausbildung lege ich oft auch Hand an bei den Artwork-Geschichten, sodass ich den Bands weiterhelfe, die Daten, die sie haben fürs Artwork druckreif zu machen oder aber auch, dass ich komplett selber auch das Artwork erstelle für die Bands. Genauso bei Videos greife ich oft mit ein und helfe als Kameramann und manchmal auch, dass ich dann im Schnitt noch tätig bin. Anfänglich hatte ich die ganzen Schallplatten, Kartons bei mir in der Wohnung, im Keller und im Treppenhaus gelagert, aber es ist natürlich irgendwann zu viel geworden. Und deswegen bin ich jetzt hier
habe ich mich mit eingemietet in einen Raum in einem alten Osmo-Bürogebäude. Und ist auch nicht sonderlich groß, aber zumindest ist mein Keller wieder frei. Und hier sind dann tausende von Schallplatten, CDs und wie gesagt Kassetten. Ende 2018 ist auf jeden Fall noch garantiert, dass wir hier bleiben können. Was danach passiert, weiß man nicht. Um uns herum wird ja alles neu gebaut und modernisiert und ja, mal schauen, wie es hier weitergeht und wie lange ich hier meine Platten noch lagern kann. Ich glaube, ich stoße eigentlich immer an meine Grenzen, aber ich bin in dem Sinne, glaube ich, auch ein Workaholic, weil die Sachen mir halt, also alles, was mit Musik zu tun hat, macht mir am meisten Spaß. Egal, ob es da um Geld geht oder nicht, einfach das tue ich gerne und da nehme ich mir die Zeit auch gerne. Ja, und andere Sachen sind dann zum Broterwerb da und das Label ist in dem Sinne für mich keine Arbeit, sondern auch Freude.
Vielen Dank. Das war Herr Metric.